Good evening. Julia, are you there? Guten Abend. Julia, sind Sie da? Super. Also schönen guten Abend. Das ist der letzte Vortrag im Rahmen der Schwäbischen Hausfrau. Danke, dass ihr da seid. Danke auch Julia. Es ist ein großes Privileg, Sie bei uns zu haben. Dann auch ein Dank an die Dolmetscher. Ja, zuerst die organisatorischen Sachen. Herzlichen Dank der Helen Panke und der Rosa-Luxemburger-Stiftung, die diese Anlässe möglich machen. Es ist sehr großzügig. Dann, falls ihr Fragen habt, ihr werdet nicht sprechen können online, ihr habt aber diesen Chat-Knopf, da könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Für Bemerkungen könnt ihr die auch da reinschreiben, aber wenn ihr eine Frage an Julia stellen wollt, dann markiert die bitte als Frage, dass es klar ist. Damit ganz klar ist, was der Unterschied zwischen einem Kommentar und einer Frage. Helle Panke ist natürlich dankbar um jede Spende, falls ihr da was spenden wollen. Und dann Brave New Europe ist auch dankbar für Spenden. Wir kriegen keine anderen Gelder, wir leben von Spendengeldern. Es sind nur Gaben von Privaten. Also wir hängen von euch ab, niemandem anderen. Wisst ihr, was Brave New Europe ist? Das ist eine Website, die man da im Hintergrund sieht. Was wir tun ist, wir haben einen holistischen Ansatz und einen interdisziplinären Ansatz, wie das an Universitäten genannt wird. Wir gehen verschiedene Fragen an, ökonomische, Umwelt, gesellschaftliche, und diese verschiedenen Aspekte analysieren wir. Vieles sieht immer viel schöner aus, als es ist, und wir versuchen, das zu hinterfragen. Und wir wollen jetzt ein Projekt starten im Bereich Klimawandel. Wie weit ihr die Nachrichten folgt, weiß ich nicht. Nach COP26 hat die EU letzte Nacht ein ganz schlimmes Teil nach COP. Was wir jetzt von der EU kriegen, ist kein grüner Deal, sondern ein brauner Deal. Das sieht ziemlich korrupt aus in der politischen Elite. Da lösen wir kein Problem. Das Problem der Ungerechtigkeit wird nicht angegangen. Das wird zu sozialen Problemen führen. Wir versuchen, ein Projekt im Klimawandel zu starten. Das wird ja von vielen Leuten gemacht, aber wir wollen auch da weiter forschen. Früher war ja der Klimawandel ein Nischenteil. Die COP26 hatten eine große Abdeckung in den Medien, auch von der kritischen Seite. In den 2 Wochen haben wir 60 Artikel geschrieben. Da haben ausgezeichnete Autoren beigetragen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und das ist die Richtung, die wir bearbeiten wollen. Und das können wir nicht tun ohne Geld. Deshalb
Geht doch mal auf unsere Website www.bravenewEurope.com und schaut euch die Sache mal an. Und da findet ihr auch unser Spendeskärtner. Wir sind ganz auf euch gestellt. Ja, und nun gebe ich das Wort an Julia. Und danke euch allen, dass ihr hier seid. Einfach sicher sein, dass die wissen, wie die Übersetzung stattfindet. Na, hoffentlich ist das alles okay. Und jetzt zeige ich euch meinen Bildschirm. Ich hoffe, ihr habt das nun alles im Bild. Ich hoffe, ihr seht das und hört mich. Danke, dass ich hier sein kann. Und ich werde über Forschung, die ich gemacht habe, sprechen und auch von anderen Leuten. Das ist ein Projekt von der Liberium Trust, gutes Leben innerhalb der Grenzen. Ist es möglich und was braucht es dazu? Das hat noch ein Jahr, also im ganzen 5 Jahre. Und da will ich erzählen, was wir da herausgefunden haben. Und nun zuerst zum Klimakontext und dann werde ich über das Projekt sprechen, was wir tun und was die Forschung tut. Also zuerst der Klimakontext. Das ist euch vielleicht schon vertraut, aber ich will unsere Forschung in den Rahmen des Klimanotstands stellen. Ein Bild in Frankreich, in französischen Alpen. Sieht da jemand die PowerPoint-Darstellung nicht? Woran liegt das wohl? Sehen andere Leute die Präsentation? Ich will einfach sicher sein, dass alle sehen. Also ganz viele melden sich hier, das sehen. Ich hoffe, das ist okay auch für die, die es bisher nicht gesehen haben. Also der Klimakontext vor einem Jahr in Frankreich. Da war ein Flashflood. Auch Deutschland hat schlimme Zeiten erlebt dieses Jahr. Wir sind da also mit Klimaschäden direkt konfrontiert. Und nicht nur wir, jede Weltreligion. Und die Einflüsse werden immer größer. Einige Ergebnisse des Special Report über die 1,5 Grad Erwärmung, SR 1.5 ist der Titel nun kurz gesagt. Das ist, damit die Regierungen wissen, was sie überhaupt unterschrieben haben mit dem Pariser Abkommen. Wo sind wir verglichen mit den vorindustriellen Temperaturen? Da ist die Antwort, wir sind schon bei 1,2 Grad. Das ist im letzten Jahr durchschnittlich gemessen. Also wir sind schon ziemlich weit auf dem Weg zu diesen 1,5 Grad. Und 0 ist vor der Industrialisierung, als wir angefangen haben, fossile Brennstoffe zu verfeuern. Wenn wir die Auswirkungen anschauen, die Hitzewellen, wir sind einfach ein paar Kategorien, nicht alle. Also einmal in 5 Jahren wird ein Anteil der Bevölkerung betroffen. Und das sind bei 1,5 Grad 14% und bei 2 Grad 37%. Das sind 2,6 Mal schlimmer. Und dann eisfreie Sommer in der Arktik ist 10 Mal schlimmer. Insektenarten werden zu 50% ausgestorben, ist 3 Mal schlimmer. Und dann noch die Korallen, die ganz aussterben bei 2 Grad, also total ausgerottet.
Also was wir verstehen müssen, ist, dass das System nicht linear ist. Und die Auswirkungen werden mit jedem kleinen Anteil Grad, wo es wärmer wird, vermehrfacht. Jeder Teil von Grad, den wir vermindern können durch unsere Maßnahmen, ist ganz wichtig für das Leben, das gerettet werden kann, für die Arten, die gerettet werden können. Alles, was wir tun, wenn wir 1,5 nicht erreichen, dann gehen wir auf 1,6. Aber wir müssen es so tief wie möglich halten, weil zu viel kaputt geht dabei. Hier sieht man den Anteil von Arten, die von Ausrottung bedroht sind bis 2100. Und das hängt von den, ist abhängig dargestellt von den Temperaturanstiegen. Also mit 1,5 Grad sind es unter 10%, dann um 2 Grad, dann sind schon über 10% betroffen und bei 3,2 Grad sind schon bald die Hälfte ausgerottet. Und das ist ein riesiger Verlust. Das ist so ein Verlust an Biodiversität wegen dem Klimawandel. Und das sind eigentlich konservative Schätzungen. Und es gibt noch viele andere Kategorien, die bedroht sind. Wir werden keine stabile Lebensform mehr haben, wenn wir die Erderwärmung zulassen, so wie sie jetzt ansteigt. Wir bewegen uns unseren Planeten aus dem Holozän raus. Das Holozän ist in dem Bereich bei 0 Grad vor industrielle Temperatur. Und dann ist dieses dünne Bereich, das ist nur 1 Grad breit, dieser rosa Bereich. Und wir sind schon über 1 Grad gekommen mit 1,2 Grad. Und die 12.000 letzten Jahre haben sich aber in diesem Bereich abgespielt. Alle unsere Arten haben sich da entwickelt. Die Agrikultur, Städte, alles ist im Holozän entstanden. Und bezüglich Klima haben wir das Holozän schon verlassen. Und die Zukunft ist sehr unsicher. Wir müssen also so nah am Holozän bleiben wie möglich. Unsere Emissionen müssen extrem schnell zurückgehen. Und zwar in den wenigen nächsten Jahrzehnten. Weshalb sind wir überhaupt so weit gekommen, wo das Holozän bezüglich Klima schon so übertroffen ist, hinter uns gelassen ist? Weshalb schieben wir unsere Welt auf diese unsichere Flugbahn? Das ist ein Slide, das ich gerne zeige, denn es zeigt gute und schlechte Wissenschaft. Auf der linken Seite sieht man CO2, die Konzentration in der Atmosphäre, also Ausstoß von fossilen Brennstoffen, und rechts die durchschnittliche Temperaturwachstum. Also der CO2-Gehalt der Atmosphäre und der Temperaturanstieg gingen Hand in Hand. Das wurde 1982 schon herausgefunden und berechnet. Und zwar wurde ziemlich genau die Folge der CO2-Konzentration vorausgesehen.
Bei der Temperatur waren Sie etwas zu konservativ. Wir sind leider schon höher, weil da noch andere Treibhausgase dabei sind. Wer hat das entwickelt? Wer wusste in 1980, wohin wir uns bewegen? Die Antwort ist Exxon, einer der größten Ölmultis der Welt. Heute ist es ExxonMobil, damals war es Exxon. Der Bericht wurde natürlich nicht veröffentlicht. Das war ein interner Bericht, gemacht von Klimawissenschaftlern, die für Exxon tätig waren. Was wir heute wissen, ist, dass die Ölmultis die Warnungen schon gekriegt haben. In den 50er Jahren sogar schon haben sie Warnungen gekriegt. In den 60er und 70er Jahren haben sie es angefangen, ernst zu nehmen und haben interne Wissenschaftler angestellt. Und wie man sieht, war die Forschung sehr gut. Aber die Ergebnisse wurden geheim gehalten. In den 80er Jahren wurden diese wissenschaftlichen Programme abgebrochen und dafür wurde Verleugnung, Missinformation und so weiter gestartet. Also wenn wir das schon gewusst hätten, wenn wir jetzt so brutale Maßnahmen einführen müssen, um das Klima zu retten, dann ist es, weil diese Unternehmen ihr Wissen nicht verbreitet haben in den letzten 50 Jahren und es verheimlicht haben. Wirtschaftliche Akteure und Ölunternehmen, die sind schuld, die sind verantwortlich für die Situation, für die heutige Situation. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Kurzen Blick in den Chat. Wir wussten das schon in den 80er Jahren, sagt jemand. Ein Teil der wissenschaftlichen Forschung war schon bekannt. Und deshalb sind die Unternehmen auch in die Verleugnung gegangen. Und sie wollten Zweifel sehen. Sie haben dazu beigetragen, dass wir nicht wissen, was wirklich los ist, damit die Politik keine Maßnahmen ergriffen hat und sie selber weiter vorstellen konnten. Was sind die Implikationen für mich? Das habe ich für meine Arbeit mitgenommen. Wir brauchen dringend und große Maßnahmen. Wir müssen radikal an die Emissionsreduktion rangehen. Und zwar möglichst in den nächsten 20 Jahren auf Null runter. Und die schnellste und sicherste Weg, das zu erreichen, ist den Verbrauch von fossiler Technologie zu senken. Bis vor kurzem gab es kaum Forschung, wie man den Energieverbrauch senken kann und gleichzeitig das Wohlbefinden aufrechterhalten können. Die Bevölkerung muss doch geschützt werden. Wir haben nie über die Reduktion vom Konsum, von die Energienachfrage zu senken. Wir haben das also noch gar nicht versucht. Für meine Forschung habe ich in diesem Living Well Within Limits, also gutes Leben innerhalb der Grenzen, habe ich einen Rahmen geschaffen. Und so sieht dieser Rahmen aus. Lili kurz als gutes Leben innerhalb der Grenzen. Wenn man hier schaut, dann haben wir alles, was uns wichtig ist zu verstehen, hier reingepackt. Wir müssen die planetären Prozesse berücksichtigen
linked with the resources, the natural resources that we take from the environment. Und auch die natürlichen Ressourcen, die wir von der Umwelt nehmen. Also hier vor allem die Energie. Und dann rechts. Rechts, ja, die gesellschaftlichen Ergebnisse. Da haben wir die bedürfnisbefriedigenden Faktoren und das Wohlbefinden. Und ganz interessant ist die Mitte. Es ist nicht die Wirtschaft, die Technologie, sondern beides in der Mitte. Es ist also ein hybride, integriertes Objekt, physisch und gesellschaftlich. Und darauf gehe ich noch weiter ein. Also wir sprechen da von Versorgungssystemen und die sind verknüpft, also die physischen und die sozialen, gesellschaftlichen. Das ist ein Thema der heterodoxen Ökonomie, nicht die orthodoxe Ökonomie, die untersucht sowas nicht. Ja, also hier ein paar Ergebnisse von Dan O'Neill. Habt ihr über Donut Economics gelesen? Das ist ein super Buch, das ich empfehle. Kate Raworth ist eine sehr kreative Denkerin und Autorin. Sie hat diesen Donut entwickelt. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Wie bleiben wir innerhalb der planetaren Grenze und außerhalb? Da sind die Grenzen. Wir wollen da nicht austreten, weil sonst wird das System unstabil. Und in der Mitte sind die Dinge, die wir brauchen, um gut zu leben. Man will in die Mitte also auch nicht ins Loch fallen. Sonst gibt es Armut, Leid. Also man will nicht außerhalb sein und nicht in das mittlere Loch fallen, sondern in diesem grünen, schönen Bereich sein. Wir haben also Daten gesammelt und geschaut, wo Länder liegen in diesem Donut. Da sieht man Deutschland, sehr viel Rot außenrum. In der Mitte kein Rot, da sieht es gut aus. Also die Bedürfnisse der Gesellschaft sind recht gut befriedigt. Aber Sri Lanka, da sind keine planetaren Grenzen überschritten, aber im Inneren ist die Gesellschaft lebt unter Bedürfnisbefriedigungsmangel. Und das Ergebnis ist ziemlich typisch. Hier in dies sieht man, wenn ein Land die Grenzen überschreitet, die planetären, dann geht es nach rechts. Und wenn es ein gesellschaftliches Ziel überschreitet, dann geht es vertikal hoch. Und da sieht man, Deutschland ist gesellschaftlich sehr gut, aber im Umweltbereich schlecht. Und Sri Lanka ist gut im Umweltbereich, aber gesellschaftlich nicht so gut. Und dann sieht man auch Länder, die schlecht in beiden ist und viele Länder um Deutschland und Sri Lanka herum. Die Länder, die sehr viele planetare Grenzen überschreiten. Und die sozialen Ziele doch nicht erreichen. Aber was man sieht, ist, da wo wir sein müssen, großes Wohlbefinden für die Gesellschaft und wenig Einfluss auf die Umwelt. Da ist kein einziges Land. Wie kommen wir denn dahin? Das ist die Forschungsfrage. Jedes Land der Welt ist nun ein Entwicklungsland. Wir alle müssen unsere Gesellschaften und Wirtschaften ändern, um dahin zu gelangen. Das ist eine große Herausforderung. Ist es möglich, innerhalb der
Grenzen gut zu leben, dann ist die Antwort momentan nein. In der aktuellen Realität geht es nicht. Wir müssen also herausfinden, wie kommen wir ins Innere des Donuts von Kate Raworth. Und da bringe ich ein paar Antworten. Zuerst sprechen wir über Gerechtigkeit und Verteilung. Das ist ein Ergebnis vom UN-Umweltreport der Emissionsdisparitäten. Da sieht man eine große Ungleichheit. Die Reichsten produzieren am meisten CO2. Die oberen 10% Einkommen haben immer noch 25 Tonnen pro Kopf. Und dann die mittleren 40% schon viel weniger und die unteren 50% unter ein. Also es ist extrem ungleich, dieses System. Global heißt das, dass die obersten 1%, 15% der Emissionen in der Welt produzieren. Und die unteren 50% produzieren nur 7% Emissionen. Also die oberen 1% produzieren mehr als doppelt so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Und die oberen 10%, also ungefähr die Hälfte der Emissionen. Das ist ein großes Problem hier. Und nun ein Paper, das diese Frage nachgegangen, das haben wir letztes Jahr geschrieben haben. Wissenschaftler warnen vor dem Reichtum, also Überkonsum ist ein Ergebnis von Staat, Industrien und Märkten, von unserem System. Es ist nötig als Output für das Wachstum. Die Reichen, die treiben den Konsum voran und die ungerechte Gesellschaft und die unarmere Gesellschaft leidet darunter. Gut Leben innerhalb der Grenzen Projekt haben wir auch nicht nur die internationale, sondern auch innerhalb der Länder die Kategorien angeschaut. Unser Titel war hier so lang und wissenschaftlich und BBC hat einfach gesagt, Klimawandel, die Reichen sind schuld. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie. Die Methoden nur kurz, es geht um Energiefußabdruck. Wir schauen Kategorien von Produkten an in reichen und ärmeren Ländern. So you can begin again. Sorry about the interruption. No worries. Ein Problem. Go ahead. All right. Thank you so much to the interpreters. Herzlichen Dank auch an die Dolmetscher. Also hier zeigen wir die Abbildung der Produktkategorien in 4 Quadranten. Oben sehen wir den Konsum durch Reiche, also Energiekategorien, die überproportional von Reichen konsumiert werden. Wenn man reich ist, dann ist es ein größerer Anteil der Ausgaben. Und unten sieht man Produkte, die überproportional häufig von Armen konsumiert werden. Und links sehen wir weniger Energie pro Dollar in der Wirtschaft. Und rechts sieht man mehr Energie pro Dollar in der Wirtschaft. Dies war präzedenzlos als Ansatz. Man sieht, dass die Kategorien, die energieintensiv sind und mehr von Reichen konsumiert werden, alle mit Verkehr zu tun haben. Also der Verkehr spielt eine große Rolle.
beim Konsum und beim Emissionsausstoß der reicheren Bevölkerung. In der Kategorie unten, die energieintensiv ist, Heizung und Gebäude dominant. Und das hat Auswirkungen für die Politik. Denn diese Kategorie oben rechts löst man nicht durch Wachstum. Wenn Reiche immer schwerere Autos weiterfahren oder öfter in die Ferien fliegen, dann kann man das nicht staatlich lösen, also man durch Effizienz. Also man muss besteuern und regulieren. Unten Gebäude, man muss effizient werden. Ärmere Leute wollen nicht immer mehr Geld dafür ausgeben, aber sie können nicht in Umbauten, in Effizienz, in Niedrig-CO2-Energiequellen investieren. Die Logik der zwei Kategorien ist daher anders. Das ist wichtig zu verstehen. Und man sollte eigentlich idealerweise die Kategorie oben besteuern und das Geld in die Kategorie unten investieren. Ich spreche heute an Deutsche und ich werde heute daher betonen, dass Autos besonders problematisch sind. Dies ist eine Studie der Internationalen Energieagentur und zeigt die zusätzlichen CO2-Emissionen in den letzten 10 Jahren. Strom ist der erste Balken. Der Ausbau des Stroms führt zu vielen zusätzlichen Emissionen, wenn Kohle und Gas die Kraftwerke betreiben. Dann die zweite Kategorie ist einfach SUVs, ist einfach schwerere Autos, Autos, die schwerer und größer sind, als sie sein müssen. Das ist riesig. Das sind viele zusätzliche Emissionen, die nicht notwendig sind. Niemand braucht diese Fahrzeuge. Niemand muss so viel Benzin und Diesel verwenden. Und man sieht eigentlich ganz recht, dass die Emissionen von allen anderen Autos zurückgegangen sind. Wir haben daher ein großes Problem mit dem Verkehr. Es geht in eine nicht nachhaltige Richtung. Es wird Tag für Tag schlechter und es gibt wenig Regulierung. Tim Gore von Oxfam sagte, dass die Staaten handeln müssen, um diese Emissionen durch Steuern, Verbote und so weiter zu reduzieren. Und ich stimme damit überein. Wir haben eine Studie geführt, um zu sehen, was theoretisch passieren würde, wenn durch Zauberei plötzlich die Einkommensverteilung gleich wäre. Die ungleiche Ressourcennutzung stammte von dem ungleichen Einkommen. Und so kam auf diese Grundlage, konnten wir ein Modell entwickeln. Wir sehen das Modell hier. Rot ist die gegenwärtige Verteilung. Und dann, wenn man die Kurve auseinander zieht, also in die Länge zieht, dann wird es weniger gleich und es kann auch gleicher werden, wenn man in die andere Richtung geht. Also wenn die Welt sehr gleich wäre, rechts sieht man, dass wenn die Welt gleich würde, würde Energiekonsum um circa 10% steigen und sonst, wenn es noch ungleicher wäre, würde es um ca. 3% reduzieren. Also Ungleichheit hat keine so große Auswirkung auf den Energieverbrauch als Ganzes. Aber es endet, wie die Energie konsumiert wird. Wenn die Welt gleicher wird, dann gibt es mehr Menschen jedoch, die das Profil eines niedrigen Konsumenten haben. Viel mehr wird für zum Beispiel Gebäude ausgegeben. Man sieht an Heizung, Strom und Gebäude unten, orange und dann in rosa sieht man Verkehr. Wenn die Welt weniger gleich ist, gibt es einige Menschen, die sehr viel Energie für Verkehr verwenden. Es ist einfacher, Gebäude zu entkarbonisieren, als Verkehr zu entkarbonisieren. Also
wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, dann ist es einfacher, eine gleichere Welt zu entkarbonisieren. Schauen wir uns die sozioökonomischen Faktoren jetzt an. Also Ungleichheit könnte helfen. Das haben wir gerade gesehen. Jetzt die sozioökonomischen Faktoren. Können wir mit Änderungen hier in die Mitte des Donuts schaffen? Also damit ihr versteht, worum es geht. Wir schauen uns den Energieverbrauch auf internationaler Ebene an, und zwar im Vergleich zu den Faktoren, die Bedürfnisse befriedigen. Dann kommt Information über die Versorgungssysteme dazu. Wir stellen uns die Frage, kannst du eine Auswirkung auf die Verbindung zwischen diesen zwei Kategorien haben, natürliche Ressourcen, Energieverbrauch und Bedürfnisse. Wir können einige dieser Faktoren identifizieren. Einige sind förderlich. So ist es einfacher für Länder, Wohlergehen zu erreichen und dabei wenig Energie zu verbrauchen. Andere sind negativ. So ist es schwieriger für Länder, das Wohlergehen mit wenig Energie zu erreichen. Diese sind die Ergebnisse. Alle Indikatoren sind oben. Die, die grün sind, sind positiv. Die, die rot sind, sind negativ. Und so sieht man, dass die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen, Gesundheitsvorsorge, Verkehr und Handel, Stromzugang, saubere Treibstoffe, Einkommensgleichheit und demokratische Qualität eben alle sehr positiv sind. Städtischer Bevölkerungsanteil ist etwas positiv. Zwei haben keine große Auswirkung, also Handel und ausländische Direktinvestitionen. Und zwei sind extrem negativ. Extraktivismus, das heißt eine Wirtschaft, die auf die Extraktion von natürlichen Ressourcen ist, angewiesen ist, und dann Wirtschaftswachstum jenseits eines mittleren Einkommens. Das ist auch sehr negativ. Also das sagt viel über die Gesellschaft aus, die wir bräuchten, um Richtung wenig Energie, ein hohes Wohlergehen zu gehen. Das wäre eine Gesellschaft mit vielen guten öffentlichen Dienstleistungen, gute Gesundheitsvorsorge, mit gutem Stromzugang, vielleicht mit mehr städtischer Bevölkerung, mit Zugang zu sauberen Brennstoffen und so weiter. Aber wenig Extraktivismus und weniger Wachstum. Also das wäre anders als die Gesellschaft, die wir jetzt kennen, mit der neoliberalen Ideologie und wenig guten öffentlichen Dienstleistungen. Also es ist interessant, quantitative Beweise dafür zu sehen. Ein weiteres Element der Antwort war der sozioökonomische Ansatz. Dann gibt es Effizienz und die Modellierung der Effizienz. Wir haben versucht, eine andere Zukunft zu modellieren. Und zwar auf der Grundlage des Rahmens von Professor Nara Sima Rao von Yale, Energie für ein anständiges Leben. Genug Energie wird definiert. Technologische Verbesserungen werden berücksichtigt. Man sagt, man nutzt die effizienteste Technologie, die es gibt. Der Zugang zu Energie ist für alle gleich. Es gibt keinen Überkonsum in diesem Modell, und das Ergebnis ist weniger Nachfrage für Energie. Wir fangen mit anständigen Lebensstandards an.
Es gab einige, die wir nicht mit Energie verbinden konnten. Manche dieser Standards wurden durch persönlichen Konsum befriedigt. Indirekter und direkter Konsum wurde berücksichtigt. Den öffentlichen Konsum der Krankenhäuser und Schulen, privaten Konsum der Büros und dann gab es allgemeine Infrastruktur. Wir versuchten, alles zu berücksichtigen. Das Input-Output-Modell sagt uns, was diese Faktoren sind. Dann die Energienachfrage, das Energieniveau, das es für eine Person braucht, hing von anderen Faktoren ab, zum Beispiel die Demografie, ob die Person in einer Stadt lebt. In unserem Modell haben wir das Ganze zusammengestellt und das Ergebnis war wie folgt. Hier sehen wir im Vergleich zur Referenz der Internationalen Energieagentur es andere mögliche Szenarien gibt. Also es gibt die Referenzszenarien, dieses Referenzszenario. Und dann gibt es ein Szenario, sich bei 400 Exojoule stabilisiert und unterhalb davon, unterhalb von 2 Grad, DS heißt Grad, geht es etwas zurück. Ein Szenario von Arno Grubler geht auf 250 zurück und unser Modell auf 150. Also es wäre möglich, dass alle ein anständiges Leben haben bis 2050 und zwar mit 40% des gegenwärtigen Energiezuwachses und wir berücksichtigen auch den Bevölkerungszuwachs. Und dies wäre auch eine technologische und effiziente Welt. Alle haben Gesundheitsvorsorge, Bildung, gute Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen. Aber es gibt weniger persönlichen und allgemeinen Konsum. Dies klingt vielleicht nett. Wir haben oft gesagt, dass wir in dieser Rede haben wir oft gesagt, dass wir technisch innerhalb von planetaren Grenzen gut leben könnten. Aber wir wollen wissen, warum die ökonomischen Strukturen uns in die falsche Richtung lenken. Daher untersuchten wir die Politik, die politische Wirtschaft der Autoabhängigkeit. Deutschland ist ein Teil des Problems und alle müssen da handeln. Jetzt schauen wir uns Versorgungssysteme an, die Versorgungssysteme der Autoabhängigkeit. Das System, das dafür verantwortlich ist, dass wir autoabhängig sind, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Die politische Wirtschaft der Autoabhängigkeit. Es gibt 5 Faktoren. Die Autoindustrie, Autoinfrastruktur, Straßen und Parkplätze, Landnutzung für Autos, den Städtebau, die Vernachlässigung des öffentlichen Verkehrs und dann die Schaffung einer Autokultur. Das sind die 5 wichtigen Faktoren. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was das für die Autoindustrie bedeutet. Sowohl aus sozioökonomischer als auch aus technischer Perspektive müssen wir uns die Industrie anschauen. Beides zusammen gibt uns sehr viel Informationen. Diese Forschung wurde von Giulio Mazzoli geleitet. Sie ist jetzt an der Universität Dortmund. Sie ist eine fantastische Verkehrsforscherin. Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten. Mit ihm zu arbeiten, Giulio. Eine Eigenschaft
dieser Industrie ist, dass die Fabriken in einer bestimmten Region konzentriert sind und eine große wirtschaftliche Bedeutung haben. In der Region haben sie eine große politische Bedeutung. Egal, ob der Politiker links oder rechts ist, wird er für die Industrie kämpfen, für die Branche, weil vor Ort die Branche von großer Bedeutung ist. Andere Sektoren wie der ÖV haben vielleicht genauso viele Angestellte, aber weil sie zerstreute sind, ist ihr Einfluss im Lobbyismus weniger groß. Es gibt eine große Kapitalintensität, das führt zu einem Degressionsgewinn, das führt zu endemischer Überkapazität und Überproduktion. Diese Fabriken sind so groß und das bedeutet, dass die Industrie große Schulden hat und dann weiterhin produzieren und verkaufen muss. Es lohnt sich auch nicht, die Fabriken zu betreiben, wenn sie nicht bei fast 100% Kapazität laufen. Wenn ein Betrieb existiert, dann muss er zu 80% der Kapazität laufen, sonst lohnt es sich nicht. Denn das Unternehmen wird Geld verdienen. Es gibt dann ständig Überproduktion und der Markt muss ausgebaut werden. Die Industrie muss sich auf bestimmte Autos konzentrieren. So konzentrieren sie sich auf Autos, Mehrzweckautos wie SUVs. Und da gibt es da auch Überproduktion. Schauen wir uns den Straßenbau an. Dies ist ein Chamäleon, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Egal, was die Frage ist, dann ist der Straßenbau die Antwort. Es gibt immer das Argument des Wachstums. Wenn es Wachstum gibt, dann sagt man, dass man Straßen bauen muss, um das Wachstum zu begleiten. Wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, dann sagt man, dass Straßen gebaut werden müssen, um das Wachstum zu stimulieren. Egal, wie die Konjunktur ist, muss man immer Straßen bauen. Es gibt das Argument des Konsumerismus. Wenn man an die Rechte sich wendet, dann sagt man, man braucht die Autoinfrastruktur, denn sie entspricht den Präferenzen der Konsumenten. Wenn man mit den Linken redet, dann sagt man, dass es wichtig ist, diese Infrastruktur zu bauen, damit eine Region wachsen kann und aufholen kann, um soziale Inklusion zu fördern. Sie bekommt aus das Argument, dass die Probleme der zunehmenden Motorisierung durch mehr Straßenbau gelöst werden. Dann sagt man, dass der Straßenbau fünftens im öffentlichen Interesse ist, auf der Grundlage von technischer Expertise. Diese Branche kann daher gut öffentlich kommunizieren und überzeugt die Politiker, damit sie immer machen, was diese Branche will. Ich empfehle den Artikel, den ich mitgeschrieben habe. Wir haben verschiedene Sektoren untersucht. Wir haben gezeigt, wie die verschiedenen Sektoren Ursachen und Auswirkungen haben, die mit den anderen verbunden sind. Es handelt sich um ein System, das wirklich ein Teufelskreis ist. Also wir müssen das System daher ändern. Diese Branchen sind sehr wichtig. Sie haben unsere Politiker, unsere Staaten überzeugt. Sie haben viele öffentliche Gelder bekommen und wir müssen daher das System neu denken. Dann der finanzielle und Innovationsansatz. Die Innovation in der Autoindustrie, die zur Dominanz der SUVs führt, ist die Finanzialisierung. Es gibt viele verschiedene Modelle, um ein Auto zu bezahlen. Wenn man auf Raten zahlt, dann
kann man nicht sehr einfach aus dem Vertrag aussteigen und man zahlt schlussendlich mehr. Diese neue Modelle, die den Besitz eines Autos fördern, führen dazu, dass alle paar Jahre Leute ein neues Auto kaufen, denn man hat Schulden und man ist in einer Spirale und das treibt die Industrie voran. Verschiedene Staaten werden auch überzeugt und von diesen Unternehmen kontrolliert. Orbán nutzte zum Beispiel die Tatsache, dass diese Industrie auch Standorte in Ungarn hat, um seine Innenpolitik zu fördern. Seine Politik ist natürlich schrecklich. Ich glaube, dies ist auch ein wichtiger Bericht und sagt viel über die Situation aus. Und jetzt vom Verständnis zu Taten. Ich komme langsam zum Schluss meiner Rede. Die Dringlichkeit der Situation ist nicht mit langsamen Übergängen möglich. Es braucht einen radikalen Wandel. Die Schülerstreiks, Sunrise Movement in den USA, Extinction Rebellion in den USA verstehen dies. Ich bin Professorin. Wie unterstützt meine Forschung diese Bewegung? Wie können wir alle teilnehmen? Wie können wir alle unsere eigenen Kapazitäten, um die Welt zu verändern? Wie können wir Teil des Wandels sein, der schnell stattfinden muss? Das sind wichtige Fragen für mich. Ich bin eine Wissenschaftlerin, die Charlie Gardner und Claire Wortley folgt. Sie sagten, dass die Wissenschaftler handeln müssen. Wir haben die Menschheit gewarnt. Jetzt haben wir eine moralische Pflicht, die populären Bewegungen zu unterstützen. Ich war eine Wissenschaftlerin, die massen zivilen Ungehorsam unterstützt hat, um die Politiker zu Taten zu zwingen. Es gab vor kurzem auch einen Artikel darüber, wie wir als Forscher den Aktivismus fördern können und Klima- und ökologische Demonstranten auch unterstützen werden können. Sie werden auch auf die ganze Welt kriminalisiert. Es wurde klar, habe ich geschrieben, dass die Staaten nicht handeln, wenn es keinen Druck von der Zivilgesellschaft gibt. Daher ist die Bedrohung der Aktivisten ein antidemokratischer eine antidemokratische Verweigerung im Bereich des Klimasturzes zu handeln. Und jetzt werde ich abschließen. Herzlichen Dank, Julia. Gehen wir weiter zu den Fragen. Danke, ihr könnt die Fragen in den Chat stellen. Ich glaube nicht, dass ich Fragen gesehen habe, aber ich bin sicher, dass sie jetzt schnell kommen. Und jetzt noch etwas. Der Artikel ist auf einer Website. Also das ist ein ganz toller Artikel, den habe ich in den Chat geschrieben, den mit Orbán. Ich glaube, ich habe hier den Link zu den Fragen. People would like to have the sheets. I can also die Slides, die kann ich hochladen. Da waren noch ein paar Dinge, die lasse ich jetzt einfach. Ich versuche es hochzuladen und dann habt ihr das. So that's one thing I can do. Do you want to read through and see if there are any questions in the meantime, Matthew? Let me post one. I'll give you a question to start with while I'll start searching. Eine Frage, während Sie suchen. Es war
sehr aufrüttelnd, wie COP26 gezeigt worden. Einerseits haben wir Hoffnungen in die Medien und andererseits sehen wir, dass ein großes Scheitern ist. Es war eine Katastrophe. Was denken Sie darüber? So, jetzt bin ich wieder da. Dinge können zwei Dinge gleichzeitig sein, fortschrittlich und total unangepasst. Und das war beim COP auch so. Und gewisse Sachen wurden erreicht. Zum ersten Mal wurden die fossilen Brennstoffe erwähnt in dem Dokument. Kohle zwar nicht, aber. Und das ist 26. COP und das ist doch ziemlich krankhaft. Das ist eine große Enttäuschung und Betrug ist, dass die Finanzierung nicht durchgesetzt hat. Also die Südländer hatten gemeinsam die Forderung nach einem Fonds, wo sie Gelder beziehen konnte. Schließlich sind es ja die Nordländer, die das verursacht haben. Und dann der globale Süden wollte dann auf die Gelder zugreifen können. Eine Forderung, wo sie sich alle einig waren. Und die Europäische Union, Schweiz, Großbritannien, USA haben das wieder rausgenommen aus dem Dokument. Das fällt auf uns zurück. Wir haben als globaler Norden die Verpflichtung, Druck auf unsere Regierungen auszuüben. Sie tun sonst nicht dergleichen. Sie machen nichts. Und das ist nicht akzeptierbar. Da können wir versuchen, etwas zu erreichen. Sturgeon, der Premierminister von Schottland, hat etwas aufgesetzt und etwas Geld reingetan. Das können wir von unseren Regierungen fordern, dass da Geld reingegeben wird, auch wenn das an der COP nicht gelungen ist. Let's start with, what is your perception of the level of savviness of politicians in regards to the eco and climate crises? Was ist Ihr Eindruck der Politiker? Wie viel wissen Sie über die Situation? Ich glaube, die meisten kennen sich nicht wirklich gut aus. Die Jahrzehnte der Leugnung, der falschen Informationen und der Verzögerung haben eine Auswirkung gehabt. Die Klimaleugnung hat funktioniert. Viele glauben, dass es nicht wirklich wahr ist oder dass es einfach übertrieben ist, dass man schnell einen Ausweg findet. Und so glauben viele Politiker, dass es nicht allzu schlimm ist oder dass wir schnell eine Lösung finden, wenn wir wollen, aber wir müssen das noch nicht machen, es ist nicht dringend. Also ich glaube, das ist das, was Sie denken. Beide diese falschen Verständnisse sind das Produkt der fossilen Lobbyisten, der industriellen Lobbyisten wie die fossile Industrie, wie die Luftfahrtbranche. Es ist auch ein Ergebnis der Marktideologie, dass der Markt liefern wird. In den Wirtschaftswissenschaften wird dieser Ansatz auch sogar belohnt. Nur Tage nach der Veröffentlichung des Berichtes des IPCC zu 1,5 Grad 2018 bekam William Wilhouse eine Auszeichnung.
Und er schrieb, man muss nur Wirtschaftswachstum fördern und alles wird in Ordnung sein. Ich glaube, viele Politiker haben das verstanden und sehen da kein Problem. Es gab also viele falsche Informationen auch von der Wissenschaft. Ich glaube, das ist ein Skandal. Wir verstehen noch nicht, wie groß ein Skandal das ist. Tim im Chat hat eine Hand hoch. Die Fragen. Die Produktion, die Margen in der Automobilindustrie, die Automobilindustrie wird immer produktiver und erfolgreicher mit weniger Mitarbeitern und immer mehr Gewinne. Asien, Afrika, Südamerika. Die abnehmenden Profitmargen sind für normale Autos, das stimmt, das also Autos, die wir in den 80er und 90er gefahren. Aber die SUVs, Dodge war, glaube ich, die erste, die ein SUV produziert hat. Und die haben herausgefunden, dass man mit dem SUV aus dieser abnehmenden Profitfalle rauskommt, weil man ein neues Luxusgut schafft. Und da ist die ganze Industrie gefolgt. Und das, die Menschen kaufen nicht direkt die Autos, sondern Schulden. Das gilt auch für die deutschen Automobilhersteller. Die Gewinnmargen kommen wegen der Finanzierung zusammen. Also die Automobilhersteller sind auch Banken, die sind Finanzinstitutionen. Und da produzieren sie ihren Gewinn. Das ist alles skandalös. Es wird nicht regulär gemacht. Da gibt es den Verkäufer und den Verkäufer des Finanzproduktes. Und das ist die gleiche Person. Also der Kunde hat einen großen Nachteil. Normalerweise kauft man ein Haus und geht dann nachher zur Bank, um das Ding zu finanzieren. Aber jetzt ist es ist die gleiche Person. Und ein anderer Skandal ist, dass der Grund von diesen Autoschulden, die wird als sicher behandelt durch die internationalen Finanzstandards und wie die heißen. Autoschulden sind sicher, wie Hypotheken auch als sicher betrachtet wurden. Der Grund ist, weil die Autoabhängigkeit so stark ist. Das ist schwarz-weiß. Diese Finanzratingagenturen sagen, das ist gute Schuld, weil sie abhängig sind vom Auto. Sie verzichten aufs Essen, sie verzichten auf die Miete zu zahlen, aber das Auto werden sie immer zahlen. Das werden sie nicht verzögern. Und wenn man nicht zahlt, dann wird innerhalb von 48 Stunden wird das Auto sogar abgestellt. Also die Menschen sind gefangen. Und die Finanzagenturen, die sagen, Autoschuld ist gut. Die Menschen geben alles auf, damit sie ihr Auto zahlen können. Das ist verrückt. Die Autoindustrie hat sich gewandelt, aber die Profite kommen nicht mehr vom Auto, sondern von den Finanzprodukten. Also das Produkt hat sich gewandelt und auch wie es verkauft wird und finanziert wird für den Kunden. Und das ist eine Riesenkatastrophe und das müsste man viel genauer angucken. Das ist wirklich gefährlich. That long answer. Okay. From Miriam. Question. Miriam, eine Frage. Glaubst du, dass nicht gehandelt wird, unter anderem, weil das Thema nicht verstanden wird, dass der Planet nicht mehr bewohnbar sein könnte, nicht verstanden wird? Oder ist es ein Ergebnis der Lobbyisten, der Konzerne oder beides?
Ja, ich glaube, das ist ein Ergebnis der Lobbyarbeit und es kommt auch von der Ideologie, dass das Wachstum uns retten wird. Ich glaube, ich habe schon gesagt, wie das läuft, meiner Meinung nach. Eine weitere Frage zu Auto. Car case, isn't there a 6-point? Noch eine Autofrage. Viele Menschen leben in Megacities und viele leben nicht dort, wo sie arbeiten. Also die Frage nach der, dass man ein Auto braucht, ist, dann ist es immer ein Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln und wie die Landnutzung gemacht wird. Man kann mit Autos in Megacities leben und man kann in einer kleinen Stadt ein Auto brauchen, wenn das Design nicht stimmt. Der Abstand oder die Dichte ist nicht das Problem. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass es gute öffentliche Transportmittel geben kann. Und die Verbindungen müssen aber stimmen. Man muss sicherstellen, dass man von A nach B rechtzeitig kommt. Man wird umsteigen müssen, Bus, Trams und so. Aber und die Anschlüsse müssen stimmen. Und da muss der Staat eingreifen, dass die Fahrpläne eingehalten werden. Ich habe in Großbritannien gelebt, fast 10 Jahre. Und das ist ein Albtraum. Man weiß nicht, ob der Bus kommt. Man weiß nicht, ob man den Anschluss erwischt. Nichts ist garantiert. Man kann mitten in der Nacht irgendwo am Straßenrand bleiben und nichts passiert. Das macht es schwierig. Also der öffentliche Transport, der muss sicherstellen, dass man schnell auch in einer großen Stadt von A nach B in vernünftiger Zeit kommt. Und wenn man im Verkehr stecken bleibt mit seinem Privatauto wie Lagos oder so, das bringt ja nichts. In großen Städten funktioniert das Auto nicht so gut. Ich mag keine Autos, wie Sie vielleicht gemerkt haben. Jorge Camacho, wie überzeugt oder sogar zwingt man Leute, die gerade reich sind, suffiziente Lebensstile anzunehmen, und zwar anzunehmen, und zwar im Sinne des Planeten und der anderen. Ist das notwendig oder ist nur ein Systemwandel möglich? Gibt es Forschung in diesem Bereich? Vor kurzem gab es einen fantastischen Artikel. Ich glaube, von Christian Nielsen. Er war der erste Autor, er ist aus Schweden. Ich werde seinen Namen im Chat schreiben. Christian Nielsen und wer sonst? Wer waren die Autoren? Kim Nicholas, Christian Nielsen und Kim Nicholas. Ich kann versuchen, den Link zu finden. Es ging darum, was die Reichen ändern müssen. Brauchen wir Änderungen auf individueller oder auf systemischer Ebene? Wir brauchen beides. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Wir brauchen beides gleichzeitig. Einzelne Menschen ändern die Systeme. Sie bilden und reproduzieren die Systeme. Sie können auch die Systeme aufbrechen und so ändern. Wir brauchen daher beides. Es geht nicht um Überzeugung. Ich habe kein Zauberargument, dass ich an Branson, Musk oder Gates geben kann, damit sie ihre Milliarden ausgeben und nicht mehr verschmutzen. Gates sagte, dass es neue Technologie braucht und hat Biden und Kerry davon überzeugt. Wir brauchen aber keine neue Technologie. Wir brauchen neue Technologie, wenn jemand Milliardär sein will und wenig CO2 ausstoßen will. Das ist jetzt gerade nicht möglich. Aber was müssen wir jetzt machen?
machen, Steuern einführen, die Reiche besteuern. Ich glaube, das muss demokratisch gemacht werden. Es braucht Mechanismen wie Bürgerversammlungen. Wir müssen Aufmerksamkeit durch die Medien stärken. Wir haben vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, der eine der am häufigsten zitiert war. Und wir haben gezeigt, dass die Reichen für den Klimawandel ja verantwortlich sind. Und es gibt ja immer mehr Interesse dafür. Und so glaube ich, dass es immer mehr Menschen unter den Reichen geben wird, die erkennen, dass sie ein Teil der Lösung sein müssen, dass sie ihr Reichtum aufgeben müssen. Also am wichtigsten ist es, dass sie dieses Geld aufgeben. Wir brauchen das Geld für öffentliche Investitionen. Es darf nicht privat sein. Wissen Sie, ob es ähnliche Forschung gibt im Thema Ressourcennutzung, Energienutzung? Und ich glaube, die Leute haben den Artikel von Christian und Kim nicht gefunden. Doch, sie haben es gefunden. Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen? Die Frage von Yannick. Wissen Sie, ob es ähnliche Forschung gibt, die Ressourcen statt Energieverbrauch anschauen? Das ist ganz interessant. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen das aufnehmen. Ressourcen, Materialien, Metall, Beton, Mineralien. Kobalt hat auch eine schlechte soziale Folge wegen der Arbeit, den Arbeitsbedingungen. Ich mache es noch nicht, aber es gibt Gruppen in Deutschland und Wien, die das tun können. Dominik Wiedenhofen, Frederik Hausmann in Wien, wo ich früher gearbeitet habe. Das sind nächste Schritte. Ich würde sagen, dass der tiefere Energieverbrauch automatisch zu tieferer Ressourcenverbrauch führt. Es gibt eine Aufbauphase und nachher haben wir die Unterhaltsphase. Also wir brauchen kein Wachstum. Das andere ist, wenn man weniger Nachfrage hat, gibt es weniger Produktion. Eine tiefe Energienachfrage, dann braucht man auch nicht mehr so viele Mineralien und erneuerbare Energien. Also es ist möglich, dass bis 2050 dieser Energiebedarf gedeckt werden kann mit erneuerbaren Energien. Es wird nicht so viel sein, wie es sonst sein würde, wie in anderen Szenarien. Für die Energieinfrastruktur brauchen wir zwischenzeitlich mehr Rohstoffe. Ich glaube, es wird auch eine Zukunft mit weniger Landnutzung, Materialnutzung. Aber das muss noch berechnet werden. Ich hoffe, dass daran schon gearbeitet wird und ich bin sehr neugierig, was da rauskommt. All right, let's move on. There's a bloody lot of questions. I wondered a bit about the positivity of public health. What kind of medicine? Ich habe mir Fragen über die Positivität der öffentlichen Gesundheit gefragt. Warum ist öffentliche Gesundheit positiv? Ich glaube, dass das ganz klar in Zeiten einer Pandemie ist. Das war ein Witz. Ich habe Krebs überlebt. Ich hatte viele verschiedene Krankheiten.
Ich bin chronisch krank. Ich habe Beine, meine Knie letztes Jahr gebrochen. Ich habe mehrere chirurgische Operationen. Ich bin daher für ein öffentliches Gesundheitssystem. Ich liebe Ärzte, Krankenhäuser und Impfstoffe. Ich nehme alle Impfstoffe, die ich bekommen kann. Also warum ist eine öffentliche Gesundheitsvorsorge positiv? Also es ist der intrinsische Gut, weil wir Wohlergehen wollen. Und das, man schützt die Menschen durch so ein System. Man sieht die Auswirkungen in Ländern, die eine neoliberale Ideologie wie das Vereinigte Königreich und in den Vereinigten Staaten. In dem Vereinigten Königreich gab es früher ein soziales Gesundheitssystem, das nationale Gesundheitssystem, aber es ist jetzt sehr geschwächt. Menschen warten jetzt stundenlang auf Krankenwagen, wenn sie einen Schlaganfall haben. Leute warten daher und sterben, weil sie keinen Arzt sehen. Und das ist nicht nur wegen Corona, es ist, weil das System geschwächt ist. Nach Brexit haben Personen das System verlassen. Es gibt Unfälle, es gibt Krankheiten im Leben, man muss geschützt sein. Daher ist Gesundheit sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Frage war, aber ich liebe das Gesundheitssystem. Vielleicht war das eine etwas schräge Antwort. Macht der Begriff kapitalistische Szene Sinn? Ja, total. Ihr seid alle eine wunderbare Zuhörer. Am Freitag habe ich das in einer anderen Veranstaltung, da wurde das Anthropozän besprochen. Die Menschen sind die Plage auf dem Planet. Die Lösung ist, dass wir die Menschen abschaffen müssen. Nicht nur aus humanitärer Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht hat er es gesagt. Der hat gefunden, dass das völlig okay ist als Wissenschaftler. Kapitalismus-Zeitalter, da würde man dann anders reagieren. Wir müssen die Ursachen unserer Probleme verstehen, denn dann verlieren wir keine Zeit bei der Lösungsfindung. Ein frühes kapitalistisches Wirtschaftssystem mit Ausbeutung und Ressourcenausnutzung. Und wenn man diese Geschichte versteht, dann sucht man nach systemischen Lösungen. Und man versteht, dass einige Vorschläge für die Lösungen nicht die Lösung sind, weil sie nicht in dieses System passen. Es ist wichtig, das zu verstehen und zu sehen, wo wir landen könnten. National and regional CO2 budgets would be important to understand. Würdest du sagen, dass es wichtig ist zu verstehen, dass die Situation dringend ist, wenn man mit nationalen und regionalen CO2-Budgets arbeitet? Unser Verfassungsgericht hat gesagt, es braucht solche Budgets. Ja, ich glaube, wir brauchen diese Budgets. Wir brauchen Ziele. Auf nationaler und regionaler Ebene das zu machen, ist wichtig. Regionale und handelsbereinigte Emissionszahlen sind auch wichtig. Wir haben in der Schweiz einen Fehler gemacht. Die Schweiz hat besonders schlechte Klimapolitik in Europa, denn wir haben gar keine Instrumente, die es uns ermöglichen, das Pariser Abkommen einzuhalten. Das ist nicht gut. Und zwar in einem der reichsten Länder in der Welt. Und einer der Gründe dafür ist, dass die Regierung immer gesagt hat, also der immer einen
besonderen Ansatz gesagt hat. Es gab immer um Carbon Pricing, CO2-Bepreisung gab. Das funktionierte immer gut in den Modellen, aber jetzt ist uns die Zeit davon gelaufen. Jetzt brauchen wir schneller erhebliche Emissionsreduktionen. Und das ist viel sinnvoller in einer langsamen Transformation. Jetzt brauchen wir starke Maßnahmen, zum Beispiel keine Verbrennungsmotoren mehr. Wir brauchen einfach zentrale Entscheidungen darüber, welche Technologien und Produkte erlaubt werden. Ich glaube, mit dem CO2-Budget muss man zwei Sachen machen. Ich muss sagen, es gibt immer weniger CO2-Emissionen, und zwar durch Politikmaßnahmen für die Industrie. Aber man sagt, dass andere Bereiche ausgebaut werden. Gute Infrastruktur, die 15 Minuten Nachbarschaften in Paris sind ein gutes Beispiel davon. Alles soll nicht mehr als 15 Minuten mit dem Fahrrad entfernt sein. So, wir brauchen gute Kitas, bessere Lebensbedingungen, eine gute öffentliche Daseinsvorsorge, bessere Gebäude, günstigeres Wohnen. Es sollte weniger kosten, die Gebäude zu beheizen. Also es soll nicht nur darum gehen, Emissionen zu reduzieren, sondern auch um öffentliche Investitionen, damit Leute besser leben und bessere Arbeit haben. Also es wird nicht bedeuten, dass man Arbeit verliert. Es gibt so viele mögliche grüne Stellen, insbesondere in der Care-Arbeit. Und um unsere Nachbarschaften aufzuwerten, man braucht daher beide Visionen. Ich werde jetzt einen Link auf Französisch teilen, und zwar über etwas, was ich sehr positiv finde. Roger Norman, ein Schweizer Politiker, hat eine Initiative zur öffentlichen Finanzierung des Klimas vorgeschlagen. Ich glaube, das ist viel besser als der kalvinistische Ansatz. Wir müssen einfach Emissionen reduzieren. Dieser Ansatz bestraft. Wir müssen stattdessen sagen, wir brauchen eine gute Politik und bessere Leben für alle. Das ist mein Ansatz. But how do we create real pressure? Where is the power? Wie schaffen wir den richtigen Druck? Wo ist die Macht? Hier in Grünheide, außerhalb von Berlin, in Brandenburg, baut Tesla gerade ein Eco-SUV-Fabrik. BlackRock definiert, was Nachhaltigkeit ist. Glauben Sie an Grünkapitalismus? Nein. Wir haben keine Wahl. Wir müssen aktiv werden. Alle, die hier sind, ihr habt alle mehr Kraft, etwas, die Dinge in Bewegung zu setzen, denn dass wir glauben, die Macht von Organisationen, Individuen, die sich zusammentun in Organisationen, die Kampagnen erarbeiten. Man muss nicht auf der Straße sein und festgenommen werden. Das kann man tun, das ist okay. Aber es gibt auch andere Aktivitäten. Das Beispiel, das ich gerne gebe, ist Chris, ich weiß den Namen nicht mehr, einer, der versucht hat, British Petroleum aus der Kulturförderung rauszuschmeißen. Also Ölunternehmen und Autounternehmen finanzieren Sport und Museum und so weiter. Und er hat mit einer Gruppe von Menschen zusammengearbeitet und will das stoppen. Und er ist in die Archive gegangen, hat über die fossilen Unternehmen gelesen. Und das ist eine sehr erfolgreiche Kampagne mit einer Menschengruppe, mit Gleichgesinnten. Kann man sehr viel erreichen. Dieser Chris hat extrem viel erreicht. Er hat Stunden investiert. Und da sieht man, was die Unternehmen mit unserer Gesellschaft machen. Also wenn man es ändern will, dann muss man aktiv werden, ein Aktivist werden. Das ist das Einzige, was nützlich ist. Und es ist extrem wirkungsvoller Zeitgebrauch.
Das macht euch auch glücklich, wenn ihr morgen aufwacht. Das ist dann Teil der politischen Kampagnen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das müssen wir alle lernen. Es gibt einen Kampf. Wir haben bisher schon wahnsinnig viel verloren. Wissenschaftler und Akademiker, sie haben an der Spitze von den Verlierern gestanden. Wir müssen aber aktiv werden in diesem Kampf, um Kampagnen starten und aktiv werden. Wir müssen forschen und die Dinge bewegen. Und wie bringen wir die Dinge in Bewegung? Es wird nicht nur eine Lösung geben. Es braucht viele Menschen, die mithelfen. Wenn ihr da jetzt zuhört, ihr seid Teil davon, ihr könnt Teil davon sein. Wo macht ihr mit? Ihr seid vermutlich schon aktiv, aber ich will euch einfach ermuntern, es macht so einen Unterschied. Macht mit in einer Gruppe. Man muss sich auch so sehen, als mit dem Willen aufzuwachen, die Welt zu verändern. I've been told we have to conclude soon, but we'll just wurde gesagt, wir müssen bald abschließen, aber wir gehen jetzt gerade weiter mit den Fragen. Ich mache das chronologisch. Nächste Frage. Julia, es hängt natürlich von der Persönlichkeit, vom Bildungsniveau ab, natürlich. Aber was würden Sie jemandem im reicheren Teil von Europa empfehlen? Jemandem mit mehr Geld und Zeit? Wie soll diese Person diese Ressourcen einsetzen, damit die Menschlichkeit besser innerhalb von Limits lebt? Ich glaube, ich habe das schon beantwortet. Man muss Aktivist werden. Man muss dafür sich stark machen. Ich glaube, das ist für jede Person eigentlich anders auch. Also sieht für alle anders aus. Ich habe einen Blog geschrieben in der Vergangenheit. Und ich habe geschrieben, dass wir die Macht haben, die Welt zu verändern. Wir können unsere Kreativität und unsere Intelligenz nutzen, um die Welt zu verändern. Und zwar als Teil des Aktivismus. Aber uns wird beigebracht, einfacher abzustimmen, einfach zu konsumieren. Wir müssen daher etwas neu entdecken. Es ist, als ob wir zwei zusätzliche Arme und Beine hätten. Wir können anders handeln. Wir können anders leben. Wir müssen neu lernen, wie es ist, Teil der Welt zu sein. Ich werde dann also einen Link teilen. Es ist eigentlich ein Blog in drei Teilen. Das gibt euch vielleicht Ideen, wie ihr aktiv werden wollt. Zeigt, was für Aktivitäten möglich sind. Und jetzt versuche ich vielleicht, meinen Bildschirm wieder zu teilen. Wo ist das? Ich versuche, meinen Bildschirm zu teilen. Also, du bist bereit, sich für den Klimaschutz einzusetzen, steht am Anfang. Kennst du die Grundlage? Nein, ja, aber ich bin sehr, sehr traurig. Ja, das liebe ich. Es ist diese Grafik sehr amerikanisch. Und dann bist du ein Ja- oder ein Nein-Mensch. Bist du dann ein Ja-Mensch, dann kannst du das machen. Wenn du ein Nein-Mensch bist, dann kannst du das machen. Ich weiß, dass ich hier ein Nein-Mensch bin. Ich will gegen die Schlechten kämpfen. Dort würde ich meine Energie investieren. Aber worum geht es? Es geht darum, dass man vieles machen kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Es geht darum, mit Leuten zusammenzuarbeiten, an Kampagnen teilzunehmen, Druck aufzubauen, auf verschiedene Art und Weise. Im globalen Norden, wenn man reich ist, dann also gibt es anderes, was man machen kann. Ich teile einen Link. Wenn man reich ist, würde ich auch sagen, dass man auch die Pflicht hat, den Aktivismus der Menschen im globalen Süden zu subventionieren. Die Menschen in den meist betroffenen Regionen, MAPA, der Fridays for Future zum Beispiel. Ich glaube, das ist sehr wichtig, Indigenen finanziell zu helfen, Indigenen, die stark unterdrückt werden, weil sie Ökosysteme schützen. Das ist auch sehr wichtig. Wir müssen viel Solidarität zeigen, um diese Kämpfe sichtbar zu machen.
in Nigeria, im Ogoni, in der Ogoni-Wüste, hat Shell mit zahlreiche Verbrechen gegen die Menschheit begangen. Das läuft weiterhin. Wir haben eine Pflicht zur Solidarität. Das muss ein Teil unserer Lebenswelt sein. Leider. Mein Chat hat sich leider verschoben. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir müssen sowieso bald aufhören, um den Landverbrauch zu reduzieren. Sollten wir keine tierischen Lebensmittel mehr konsumieren. Denn das ist die Ursache für 80% der Lebensmittelproduktion. Können wir, wenn wir weg vom Kapitalismus gehen, das lösen? Ich habe den Kapitalismus noch nicht bedacht. Ich habe Energie untersucht, weil die Daten vorhanden sind. Lebensmittel, das ist ganz klar. Wir müssen pflanzliche Lebensmittel essen. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation, der Biodiversität. Also in Deutschland oder wo auch immer und in einer reichen Region, das ist, was man sofort tun kann. Die Gewohnheiten enden. Mein Sohn, der kriegt von Zeit zu Zeit Milch und Eier, aber sonst können wir sehr gut ohne tierische Produkte leben. Ich kann euch die Rezepte zeigen. Das ist ganz wichtig. Das wirtschaftliche System. Die Viehhaltung, je nach Ort in der Welt und wie sie getan wird. Ich würde nicht sagen, dass überall die Wirtschaft schädlich ist. Es gibt traditionelle Viehhaltung. Aber das meiste ist industriell. Abholzung, Sojaanbau als Futter. Zum Beispiel Bolsonaro. Er wurde gewählt wegen Vieh, Bibel und Gewehren. Das ist gewissermaßen der Name seiner Partei. Sein Slogan. Das ist eine urkonservative, mega reiche Gesellschaft, die das Land besitzt in Brasilien. Viehwirtschaft ist da ganz wichtig. Ich denke, das wirtschaftliche System beruht auf Ausbeutung und Zerstörung des Ökosystems und auch der Arbeiter, die da leben. In den USA sind die schlimmsten Orte die Fleischverpackungsanlagen, die Schlachthäuser. Da arbeiten vor allem kürzlich Eingewanderte. Es ist unsicher und es ist ganz schrecklich, dort zu arbeiten. Und diese Branche ist in mehreren Dimensionen schlecht. Und deshalb sollten wir pflanzliches Essen essen. Wäre es nützlich für universelle Grunddienstleistungen, Kampagnen zu führen, wie NEF es im Vereinigten Königreich macht, gute und günstige oder kostenlose öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung, Energie, Wohnen, Lebensmittel, Verkehr und so weiter. Man kann damit umverteilen, Unsicherheiten bezüglich Einkommen reduzieren. Über Reichtumssteuer könnte man das finanzieren. Ja, ich finde universelle Grundversorgung sehr wichtig. Ich stimme da überein. Wie jemand erwähnt hat, ist der IPCC-Bericht und die COP-Aussagen, die lassen den Militär Sachen weg, weil die sind ja eigentlich die größten. Pentagon vor allem, einer der größten Verschmutzer der Welt. Also das Militär ist ein riesiges Problem und hat eine wichtige Rolle.
Und das Militär hilft auch, ein ungleiches System, geopolitisches System aufrechtzuerhalten. Das ist die Ressourcen von den armen Regionen in den reichen Regionen konsumiert werden. Die schützen Grenzen, dass Einwanderer nicht reinkommen. Und Immigranten, die von einer Region Europa in eine andere Region wollen, da werden Menschen umgebracht. Das ist ganz schlimm. Da geht es nur darum, die Ungleichheit aufrechtzuerhalten, die Ressourcen zu verschwenden und die Einkommenssituation so ungleich zu halten. Wir müssen das anders anschauen, die Armeen. Es gibt Wissenschaftler, die daran arbeiten. Und da muss aber viel mehr gemacht werden. Wenn wir eine gerechtere Welt wollen, wo alle Bedürfnisse befriedigt werden sollen, wo öffentliche Investitionen die öffentlichen Dienste sicherstellen, es bleibt die Frage, was machen wir mit dem Militär? Die Militär rechtfertigt sich nicht, finde ich. Und die Menschen sagen hoffentlich, das brauchen wir nicht. Es ist eine Institution, die die Dinge nicht richtig tut. Und sie müssen natürlich zur Rechenschaft gezogen werden bei den Emissionen. Die letzte Frage. Ich glaube, unsere Dolmetscher sind wahrscheinlich erschöpft. Ich glaube, die Botschaft, dass der Überkonsum durch die Reichen im Zentrum des Klimaproblems ist, noch nicht wirklich verstanden wurde. Man denkt, dass die Armen, die einen niedrig CO2-Lebensstil sich nicht bezahlen können, eine Hürde sind. Wie können wir das ändern? Sollen Vermögenssteuer eher im Zentrum sein? Ich glaube, Vermögenssteuern sind eine Art der Abschwächung des Klimawandels. Ja, und unterstützt auch die Thesen von Thomas Piketty und andere, die gezeigt haben, dass die Ungleichheit unsere Demokratie untergräbt. Wir können daher nicht im öffentlichen Interesse unterscheiden. Daher gibt es sehr gute Gründe für Vermögenssteuern. Dann bezüglich der Bezahlbarkeit von Lebensstilen, die wenig ausstoßen. Um gut innerhalb von Grenzen zu leben, brauchen wir öffentliche Investitionen in ausgezeichnete öffentliche Dienstleistungen. Das kostet Geld. Es ist technisch möglich. Wir haben die Kapazitäten dazu. Als Menschheit können wir das auch schnell umsetzen. Aber es braucht Ressourcen. Und diese Ressourcen sind ungleich verteilt. Viele gehören den Reichen, finanziellen Institutionen, Besitzer von souveränem Reichtum. Also wie können wir das Reichtum dann anders ansetzen? Ich glaube, die Vermögenssteuern und Besteuerung des CO2-intensiven Konsums, der meist von reichen Leuten gemacht wird, sinnvoll sind. Also zum Beispiel eine Steuer für häufige Flüge. Also wenn man immer häufiger fliegt, dann soll man immer mehr zahlen. Da gewinnt man Einnahmen und man zeigt, dass dies nicht akzeptabel ist. Also Vermögenssteuern sind eine gute Idee und man kann vor allem den Konsum der Reichen besteuern, insbesondere lange Fahrten, teure Autos, Flüge und so weiter. Vielmals, wir müssen hier leider aufhören.
Es wird schon spät. Vielen Dank, Julia, für Ihren Einsatz. Danke euch alle. Ihr seid alle noch da. Das ist ja toll. Danke den Dolmetschern. Und vielen Dank euch allen. Wir werden wohl im Januar, Februar wieder da sein. Es gibt ja sicher wieder einen Lockdown und dann ist es ganz gut, wenn wir wieder uns auf Zoom treffen können. Wir werden an diesen Themen weiterarbeiten, interdisziplinäre Themen und alle Teile zusammenfügen und ein Gesamtbild zu erhalten. Ich will euch auffordern, die Seite von Brave New Europe anzuschauen. Da gibt es wahnsinnig viel Interessantes und auch etwas zu spenden. Es ist nicht nur akademische, sondern es gibt auch NGOs und so viele, die sich mit den Problemen und der Lösung beschäftigen. Ja, seid bitte großzügig. Und dann sehen wir euch im neuen Jahr. Und vielen Dank an alle, auch Helle Panke und Rosa Luxemburg-Stiften, die das ermöglicht haben. Und dann sehen wir euch im nächsten Jahr. Gute Nacht und vielen Dank. Tschüss.